So, hallo liebe Hohenloher, ich bin der Florian Kraus, Inhaber von der Frankenbräu in Riedbach. Ich will aber Worte zu der aktuellen Situation sagen. Ich werde oft gerade angesprochen, wie geht es euch, was macht ihr, wie geht ihr mit der Situation um? Und ja, vielleicht kann man das im Video besser rüberbringen wie in zweiseitigen Brief. Und die meisten schauen sich, denke ich, eher ein Video lieber auch wie ein Brief lesen. Deswegen hier ein paar Worte für uns. Als Brauerei ist die Situation natürlich auch nicht einfach. Von heute auf morgen ist quasi die ganze Gastronomie weggebrochen vor 2 Wochen und genauso die Veranstaltungen sind alle abgesagt worden und werden in der Zukunft noch einige abgesagt werden. Und ja, das sind ganz neue Themen, mit denen man sich hier als Brauerei und kleiner Familienbetrieb auseinandersetzen muss. So ein Thema wie Kurzarbeit, das hat man in über 200 Jahren Familiengeschichte oder Brauereigeschichte nicht gehabt. Und ja, müssen wir jetzt auch leider ab April dann ummelden und haben das auch gemacht, um eben die Situation zu überstellen. Und mit unseren Mitarbeitern, die das auch mittragen, bin ich ja überzeugt, dass wir das auch schaffen. Vielen Dank auch an unsere ganze Belegschaft, die da voll hinter uns steht. Genauso spricht man jetzt mit der Kunde natürlich über ganz andere Themen, wie über Bestellung, sondern eher, ja, was ist mit deiner Pacht? Hast du mit deinem Hausbesitzer geredet, kommen wir da helfen, dass jeder eben da Möglichkeiten für sich aussucht oder gemeinsam mit uns, dass man die Fixkosten eben reduziert und dass eben die Gastronomie danach auch noch erhalten bleibt, bis eben nach der Krise. Als Appell kann man jetzt auch nur sagen, viele bieten ja auch Lieferdienste, Abholdienste an, nutzt das und geht trotzdem zu eurer Lieblingswirtschaft und holt Essen ab. Das hilft denen und alle anderen Geschäfte natürlich auch. Ihr braucht nicht, ihr könnt da Gutscheine kaufen bei jedem, ja, ist gar kein Problem. Da seht ihr bestimmt froh über jeden Umsatz, den ihr jetzt macht. Ob jetzt Elektrogeschäft, Blumengeschäft, was auch immer, jeder kann damit was auffangen. Gutscheine stellt jeder bestimmt gerne aus und bringt eben sofort was. Das ist ganz wichtig, jetzt gerade auch vor Ostern, aber auch nach Ostern kann man das gerne sicher nutzen. Ja gut, neben der Gastronomie, ja, betrifft es natürlich auch die ganzen Festwirte, die Getränkehändler, ja, wo Umsatzeinbußen haben in unserer Branche, aber oder für den ganzen Markt sehe, ganze Region, es gibt wahrscheinlich keine Firma, die da nicht von dem ganzen Drama jetzt da betroffen ist. Jeder muss halt Wege suchen und finden, da wieder rauszukommen am Ende. Ja. Es ist für sicherlich viele auch nicht einfach. Jeder hat da sein Päckle zu tragen und ja, wird nicht einfach, wie gesagt. Gut, ansonsten ist es auch, ja, was man vielleicht positiv daraus sehen kann, also im Ganzen ist der Zusammenhalt, was man jetzt wieder merkt, also, man tut sich einfach da mit vielen anderen Geschäften auch solidarisieren und zusammenschaffen. Und jeder macht für den anderen mit Werbung, das ist ganz schön. Und ich denke, das stärkt den Zusammenhalt nach der Krise hier in der Region. Und den Leuten, die ins Einkaufen gehen, wird vielleicht auch wieder bewusst, wo kommt das ganze Sache her. Wenn jetzt auf einmal die Milch neben dem Regal steht, ja, warum ist das so? Ja, die Landwirte produzieren, was sie können. Die Molkerei natürlich auch am Limit, ja, wenn auch die Nachfrage so schnell überhand nimmt. Kommt da eben da nicht jeder mit hinterher, jeder Produzent. Und ja, aber es ist wichtig eben, dass nicht der Herr Amazon die Kuh melkt, sondern der Landwirt hier bei uns vor der Tiere. Und ich hoffe, dass da die Wertschätzung ja, gegenüber Landwirtschaft auch weiter steigt. Genauso wie man es jetzt sieht bei den Pflegeberufen oder dem gesamten Gesundheitswesen. Da tut sich ja einiges, dass die denn ihre Arbeit auch mehr wertgeschätzt wird und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und die positiven Sachen sollten wir für die Zukunft sehen und ja, uns hoffentlich dann auch erhalten und so unsere Region und alle Arbeitsplätze dort zu stärken. Gut, ansonsten kommen wir nur so, bleibt gesund für die Zukunft, trinkt feste Bier, ja. Wir haben genug Brauereien in der Gegend, guckt, dass wir die alle am Leben erhalten. Und genauso, ja, was für uns natürlich auch wichtig ist, die Gastronomen und Veranstaltungen,
Ihr seht jetzt ja schon, wenn man nicht mehr in die Wirtschaft kann, fehlt einem viel Geselligkeit. Und jeder geht gerne mal vor, der Bier trinken, um sich einfach zu treffen. Und denke, diese Entbehrung, was man jetzt hat, da lernt man einfach wieder zu schätzen, was uns wichtig ist und was einem fehlt jetzt gerade. Und jeder freut sich bestimmt, wenn er das erste Fassbier mal wieder trinken darf. Ich mir auf jeden Fall. Wir haben genug leider noch im Keller. Wer Fassbier braucht, kann gerne vorbeikommen. Der Absatz ist gerade bei Null logischerweise. Und ja, wir hoffen, dass es bald wieder losgeht. Bis dann, macht's gut, schöne Grüße aus Riedbach, schöne Ostern, bleibt gesund.